Das war echt sehr lustig, der ganze Tag. Sehr gelungen. Für mich sehr, sehr spannend, interessant und auch sehr lustig. Sehr viel dazugelernt, der Party hat uns das beigebracht. Also ich bin bereit für Katar. Ja, ich habe mir schon Urlaub eingetragen, es wird sicher soweit sein, bald, dass ich die Einberufung bekomme. Ich habe jetzt ziemliche Kreuzschmerzen, dementsprechend war es ein guter Test, aber es war sehr interessant, die Grenzen des alten, geschundenen Körpers auszuloten und insofern sehr, sehr aufschlussreich. Ja. Wie ist der beim Leistungstest gegangen? Nächste Frage bitte. Ich war dabei. Wie ich gesehen habe, wie akribisch jetzt gearbeitet wird, wie detailgetreu, wie genau sich vorbereitet, das war schon beeindruckend. Das habe ich so nicht erwartet, erklärt aber vielleicht auch die Erfolge vom Nationalteam. Und das habe ich schon wirklich stark gefunden, war sehr interessant. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie man sieht, war es auch relativ anstrengend, obwohl ich nur in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen bin. Ja, es war wirklich eine Gaude. Ich glaube, ich bin auch immer noch top in Form, das hat man gesehen. Ich gehe davon aus, dass mich der Butt jetzt vielleicht doch noch mitnimmt und ja, freue mich drauf. Es war ein sehr aufschlussreicher Tag. Ich habe gelernt, dass teilweise die Kollegen sehr schmutzig spielen. Also auch vor nichts zurückschrecken, um zu gewinnen. Also das Spiel jetzt war wenig zufriedenstellend, muss ich sagen. Einen schrecklichen Fehlwurf, zwei Fangfehler, drei Passfehler, also ein Tor zumindest. Aber man muss ja das Gesamtergebnis in den Vordergrund stellen. 8:8 war ein gerechtes Resultat, auch in der Höhe. Olli, wie zufrieden bist du mit der Performance deiner Mannschaft? Ja, gar nicht. Also gar nicht. Wir spielen in der Deckung lasch, wir machen keine schweren Fouls, wir verletzen niemanden. Wie soll das? Also nein, gar nicht. Nein. Unter aller Sau. Was müssen Sie noch lernen? Ja, viel härter werden, brutaler werden, unfairer werden. Ja, vor allem der Portenschlager. Ja, härter, zugreifen, habe ich gesagt. Du wenigstens an weh, habe ich gesagt. Was? Der Edi. Ja, und dann kommt der Edi noch. Ja, also, den wollte man überhaupt schwer verletzen, aber es ist uns nicht gelungen. Wie war deine Performance im Tor? Ausbaufähig. Aber ich bin noch jung, ich habe alle Möglichkeiten. Also, ich glaube, 2-3 Jahren dann bin ich soweit. Mit allem Respekt, unter aller Sau. Ja, danke. Was habt ihr vom Party gelernt? Dass Vorbereitung alles ist. Also wir waren perfekt vorbereitet. Wenn wir es umsetzen könnten auch noch, wäre es überhaupt der Wahnsinn. Aber die Vorbereitung war 1A, muss man sagen. Ist da Potenzial beim einen oder anderen Journalisten? Ja, das ist schwer zu beantworten. Auf der einen Seite muss ich sagen, ist schon extrem viel Potenzial ausgeschöpft. Auf der anderen Seite ist aber auch noch extrem viel Potenzial auch da. Also da waren schon sehr gute Ansätze dabei. Dankeschön. Naja, wir werden jetzt versuchen, ein deutsches Journalistenteam aufzustellen und dann bereiten wir es international vor. Dann werden wir es schon sehen.